Damit herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Minecraft-Mod-Vorstellung mit mir, dem LeCopa. Ja, heute habe ich euch eine echt lustige Mod mitgebracht. Heute möchte ich euch die Vehicula Movement Mod zeigen. Eine Mod, mit der ihr wirklich grandiose, lustige Fahrzeuge in eure Minecraft-Welt bekommt. Es sei nur direkt gleich vorweg gesagt, bevor wir hier jetzt loslegen und diese schönen Gefährten hier ausprobieren, sei nur ganz kurz gesagt, dass diese Lampen bzw. Schilder bzw. hier diese Ampeln nicht mit dieser Mod abgedeckt werden, denn das ist eine andere Mod, die habe ich jetzt nur hier mit eingebunden, damit ich hier ein bisschen Deko habe und ein passendes Feeling erzeugen kann. Die Mod werde ich sicherlich auch irgendwann mal vorstellen, falls dies der Fall sein sollte bzw. ich die vorgestellt habe, ist auf jeden Fall ein Link hierzu in der Videobeschreibung. Ich habe hier auf jeden Fall erstmal die Fahrzeuge, die diese Mod mit sich bringt, hier erstmal aufgestellt, beziehungsweise habe ich hier, hier habe ich nicht so schön eingepackt, das könnte teuer werden, ich habe hier auf jeden Fall hier diese Sachen, die diese Mod mit sich bringt, auf jeden Fall hier schon mal hingestellt und die werden wir jetzt ausprobieren. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt an mit diesem Einkaufswagen, wie genial ist das denn? Ein Rechtsklick genügt und schon seid ihr in diesem Einkaufswagen und könnt damit wirklich durch eure Minecraft-Welt düsen. Es ist eine wirklich sehr, sehr liebevoll gestaltete Mod, es ist eine grandiose Idee mal wieder. Ich ändere mal meine Sicht, dann seht ihr das auch besser, am besten mache ich hier noch die Leiste weg, ganz genau. Ist jetzt nicht das schnellste Gefährt, aber auf jeden Fall einer der lustigsten, auf jeden Fall. Die schlechte Nachricht ist, dass diese nicht craftbar sind, was ich eigentlich sehr schade finde. Man muss sie wirklich aus dem Creative-Modus ziehen. Vielleicht kommt da noch irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man diese, wie gesagt, nicht craften. Ansonsten gehört dieses Gefährt, beziehungsweise dieses Vehikel, gehört zu den langsamsten von diesen Fahrzeugen, die mit dieser Mod hinzugefügt werden. Ich weiß halt nicht, wie das normal ist. Also ich habe mich halt noch nicht in so einen Einkaufswagen gestürzt und mal mit Schwung durch die Gegend. Ich bin da halt noch nicht so durch die Gegend gefahren mit dem Einkaufswagen. Aber ich glaube, wenn man wirklich Anlauf nehmen sollte, sollte das eigentlich ein bisschen schneller gehen. Auf jeden Fall ist das das erste Gefährt und das macht schon tierisch Spaß und gehört eigentlich. Es ist, glaube ich, mein Lieblingsgefährt. So, mal schön hier oben auf der Deko abgestellt. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum nächsten. Das ist hier dieses Ferrari. Sieht jetzt nicht so aus wie ein Ferrari. Ich nenne es jetzt einfach mal Ferrari, weil es einfach das schnellste von den ganzen Fahrzeugen ist. Ich werde jetzt auch nochmal die Sicht ändern, sobald wir hier drin sitzen, ganz genau. Wow, Hilfe! Ihr habt schon gesehen, wie schnell das abgeht. Ich finde auch, allein, man passt eigentlich ganz genau in das Fahrzeug rein. Und wenn ich nochmal die Sicht ändere, dann seht ihr auch schon, man sieht quasi den Kasten von dem Auto, beziehungsweise von dem Auto, von das Auto. Deutsch, Junge, Deutsch. Vom Auto. Beziehungsweise, den Rahmen von dem Auto. Und ihr seht schon, das ist relativ schnell. Hier ist man wirklich ziemlich schnell dabei. Okay. Okay, das muss mir mal jemand nachmachen. Magic. So, das Tolle daran ist, an diesen Vehikeln allgemein, man kann über solche Blöcke fahren, also man kann über einen Block hochfahren, das sieht dann so aus, zack, und man kann dann direkt unten weiterfahren. So eine Mauer hier kann man damit nicht erklimmen, aber man kann generell, wie gesagt, über einen Block fahren. Das Wasser würde ich auch an eurer Stelle meiden, hier hat jemand falsch geparkt, denn da, wenn ihr ins Wasser fahren solltet, das werden wir gleich ausprobieren, dann werdet ihr quasi aus dem Auto geschmissen, beziehungsweise dann steigt ihr automatisch aus. So, wir fahren hier ein bisschen durch die Gegend und ihr seht da hinten schon die Brücke. Es ist eine ziemlich coole Straße da hinten, damit bin ich schon eben gerade, also ich bin vorhin damit mit verschiedenen Autos durch die Gegend gefahren hier auf dieser Map. Es macht tierisch Spaß, auf dieser Map zu fahren. Ein Link zu der Map ist natürlich auch in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Macht, wie gesagt, auf jeden Fall tierisch Spaß. Solche Treppen sind natürlich auch kein Problem. Was sich dadurch, glaube ich, erklären lässt, weil diese Reifen, ich kann jetzt gerade mal aussteigen, die sehen nicht gerade, sieht man es, das ist ein bisschen blöd hier, schwarz auf schwarz, aber was soll's. Die sind halt auch eckig. Ich meine, wie kann man denn damit fahren? Okay, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch ein stinknormales Fahrzeug, sage ich jetzt mal. Ich steige jetzt mal rein. Ganz genau, das ist jetzt nicht so schnell. Doch, kann man auch schon einiges an Fahrt mit aufnehmen, aber es ist, glaube ich, nicht das Schnellste. Ansonsten ist es eigentlich, ich werde jetzt mal auch hier mit ins Wasser fahren, damit man es auch nochmal sieht. Und hepp, und ihr seht schon, unser
Fahrzeug ist im Wasser. Kriegen wir es da noch raus? Ich glaube nicht. Wir können uns kurz reinsetzen, werden aber direkt wieder rausgeschmissen. Ist tierisch ärgerlich. So, dann haben wir hier noch ein kleiner Laster. Oder sollen wir erstmal hier mit diesem Ding anfangen? Ich glaube, wir fangen sogar mit dem Laster an. Komm. Da passen wir nicht ganz rein. Also ihr seht schon, da würden meine Beine ein bisschen... Ja, ihr seht es gleich. Hier, genau, rausgucken. Aber ansonsten, für einen kleinen Laster fährt das doch relativ schnell. Muss ich wirklich sagen. Und das Tolle daran ist, dass, wenn man jetzt drehen möchte, weil wenn man jetzt rückwärts fährt, das sieht man hier, fährt man ziemlich langsam. Man muss nicht rückwärts fahren, man kann einfach mit dem Lenkrad einmal rumschwenken und schon hat man gedreht. Yay! Ah, ist das schön. Ich liebe diese Mod. Die ist wirklich echt schön gemacht, aber es ist halt nur ein bisschen schade, dass dafür keine Rezepte vorhanden sind. Können wir ja hoch... Oh, Hilfe, das sieht komisch aus. Obacht im Straßenverkehr, sage ich da nur. Oh, jetzt sind wir schon wieder hier gegen die Lampe gefahren. Ja, ihr seht schon, ich bin der perfekte Fahrer für diese Mod. So, was haben wir denn hier noch? Was soll das eigentlich sein? Das habe ich mich gefragt. Entweder ist das ein Rasenmäher oder es könnte ein Vehikel von der Putzkolonne sein. Oder es könnte aber auch so ein Eiswagen sein, also so ein Eiswagen, den man manchmal auf Eisbahnen sieht, die ein wenig das Eis so ein bisschen, ja, nachsprühen oder... Oh. Yay! So, okay, kommen wir hier... Ah, wunderbar. Einfach direkt in die Hand genommen und los geht's. Können wir damit hier rumfahren? Nein, können wir nicht. Wir fahren durch die durch, ne? Genau. Ah, schade. Das wäre natürlich auch lustig, wenn die mit irgendeinem Effekt da durch die Gegend fliegen würden. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen brutal. So, ihr seht schon, das hier ist das langsamste Vehikel von allen, die wir eben gerade gesehen haben. Man kann sich ein bisschen damit Zeit lassen. Vielleicht ist es wirklich so eine Art, Eismaschine? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn es eine Eismaschine wäre, wäre es echt cool gewesen, wenn da irgendwie solche Eispartikel hinten rauskommen würden oder die Wolle durch Eis ersetzen würden, was natürlich auch, ja, vielleicht ein bisschen nervig wäre. Aber naja. Ja, es macht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich Spaß, hier durch die Gegend generell zu fahren mit diesen Fahrzeugen. Gerade das Rote, das ist mein Lieblings... Also von der Geschwindigkeit finde ich das sehr genial. Natürlich finde ich hier den Einkaufswagen eigentlich fast am besten, weil das eigentlich am lustigsten ist. Und ich weiß nicht, diese Mod bietet eigentlich noch sehr viel mehr. Man könnte jetzt beispielsweise, das würde ich mir wünschen vom Mod-Ersteller, irgendwie vielleicht so einen Rollstuhl oder ein Fahrrad oder ein Motorrad oder sowas noch mit einbinden. Das wäre ja natürlich, das wäre echt genial, wenn das funktionieren würde. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, welche Fahrzeuge man mit dieser Mod noch hinzufügen sollte. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, den hier bevorzuge ich am ehesten, weil damit kann man wirklich ziemlich schnell, man kann auch mit Leertaste, glaube ich, nochmal beschleunigen, auf jeden Fall tierisch schnell durch die Gegend fahren. So, ganz genau. Ja, also, ihr könnt gerne diese Mod ausprobieren. Link zu der Mod ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, sowie ein Link, wie immer, also eigentlich, ja, nicht wie immer, also eigentlich ist die Map ist eigentlich immer auf meiner Seite zu finden, aber ich werde es nochmal in die Videobeschreibung packen. Und ja, wenn euch diese Mod gefallen hat, ich weiß, die ist mal eine etwas kürzere Mod, während ich hier ein bisschen drifte schon fast. ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Das war der Lukopa mit einer etwas kleineren Mod. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.